So. Was ist das Angebot-Nutzungsmodell? Das Modell, bei dem wird zunächst mal formuliert, welche Wirkfaktoren es gibt auf Lehr-Lernsituation. Gucken wir uns mal näher an. Also da gibt es zum einen den Kontext. Ne? Ist auf die Hochschule übertragen, in welchem Studiengang unterrichte ich, was sind meine Studiengänge, was ist Curriculum, was sagen die Modulhandbücher, welche Inhalte sollen vermittelt werden, welche Kompetenzen sollen vermittelt werden, die Lerngruppe, okay, Klima und so weiter, Räumlichkeiten, all das ist der Kontext, der Einfluss hat auf die Lehre. Ne? Welchem Raum bewege ich mich? Bin ich im Hörsaal, wo alle rein drin sind, bin ich im Raum hier, das hat alles Einfluss drauf, wie die Lernsituation abläuft, muss man ganz allgemein sagen. So. Dann gibt es die Lehrperson. Ja, die hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Lehr-Lernsituation. Wenn man nach Hetty geht, ist die Lehrperson auch diejenige Person, die den größten Einfluss hat. Auf die kommt es an, ist ja klar. Die fachliche Kompetenz, also kenne ich mich in meinem Gebiet aus, wenn ich Mathematik Hochschullehrveranstaltung mache, sollte ich ein bisschen was über Mathematik verstehen. Dann didaktische Kompetenz, weiß ich was darüber, wie man Lehrinhalte vermittelt, wie man, oder eigentlich geht es gar nicht so um Vermittlung, sondern weiß ich etwas darüber, wie Lernende sich die Kompetenzen erwerben können, um die es geht. Kann ich die Umgebung so gestalten, wie sie das können? Und zwar allgemeine didaktische Kompetenzen und fachdidaktische Kompetenzen. Dann die Erwartungen und Ziele der Lehrperson, pädagogische Orientierung, Haltung, Einstellung und so weiter spielt das eine Rolle. So. Dann das Lernpotenzial der Lernenden. Welche Vorkenntnisse haben die? Welche Motivation, Intelligenz, Lernstrategien, Lernstil, das ist ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Also jede einzelne Person in dem Raum, in der Lernsituation hat eine spezielle Konfiguration an Persönlichkeitsvariablen. In der Regel hat man heterogene Lerngruppen. Wie geht man damit um, wenn der eine viel weiß, der andere wenig, der eine gut motiviert ist, der andere wenig und so weiter. So. Okay. Das Entscheidende, deswegen heißt es aber auch Angebot-Nutzungsmodell ist, dass die Lehre, die von der Lehrperson angeboten wird, auch nur ein Angebot ist. Ich kann die Lehre, meine Veranstaltung, meine Aufgaben, die ich stelle, Materialien, die ich anbiete und so weiter, nach allen Regeln der Kunst ideal gestalten, was immer das auch bedeutet. Es wird nichts gelernt, wenn auf der anderen Seite das Angebot von den Lernenden nicht genutzt wird. Und zwar Nutzung bedeutet aktive Lernzeit in der Veranstaltung und Lernaktivitäten außerhalb der Hochschule. Aktive Lernzeit deswegen. Studierende können im Hörsaal sitzen, 90 Minuten. Das muss aber nicht gleichzeitig bedeuten, dass sie aktive Lernzeit sind. Kann bedeuten, dass sie einfach sitzen, schlafen, Facebook und was weiß ich was. Aktiv bedeutet auch nicht handelnd. Das wird immer wieder durcheinander geworfen, es wird darum, jetzt um Konstruktivismus geht und so weiter. Da wird immer gesagt, die Leute müssen irgendwas handeln machen. Ne? Und dann macht man irgendwelche Lernsituationen, wo die Studierenden in Aktionismus geraten, aber auch nichts gelernt wird dabei. Ne? Nur wenn man irgendwas mit den Scheren schnippelt, ausschneidet, so, bedeutet das nicht, dass man was gelernt hat. Aktiv bedeutet kognitiv aktiv. Ich kann 90 Minuten lang im Hörsaal still sitzen, aber aktive Lernzeit haben, weil ich nämlich die Dinge verarbeite in meinem Kopf. Ja? Ich muss also kognitiv aktiv sein, in der Hochschule und außerhalb. So. Das Lehrangebot muss genutzt werden von den Studierenden und da habe ich als Lehrender kaum direkten Einfluss. Ich kann höchstens indirekt Einfluss nehmen. Ich motiviere beispielsweise, indem ich die Dinge so mache, dass die Studierenden sich darauf einlassen, aber letztendlich liegt es bei den Studierenden, das zu nutzen. Ja, und je nachdem, wie sie es nutzen, kommt der Ertrag hinten raus. Ne? Fachliche Kompetenzen, fachübergreifende Kompetenzen. Okay, also, uns geht es um den Ertrag. Das heißt, wir müssen das Angebot so gestalten, dass es auch einerseits inhaltlich gut ist und auf der anderen Seite auch die aktive Lernzeit innerhalb und außerhalb der Hochschule gut gestaltet ist. So,
Jetzt gehen wir erstmal auf da hinten ein. Das ist nämlich das Entscheidende. Wenn immer man Lernsituationen gestaltet oder plant, muss man erstmal wissen, was soll hinten eigentlich rauskommen. Ja. Output-orientiert. Ganz normal, immer wenn man irgendwas plant, muss man wissen, was ist mein Ziel. Das Ziel in der Lehre bedeutet, was sollen die Studierenden am Ende gelernt haben. Ja? Das heißt, man muss sich über die Lernziele Gedanken machen. Ich darf ja das mal mit Primat der Didaktik bezeichnen. Das hier ist der Primat der Didaktik. Der Witz kommt nie gut, glaube ich. Reicht hin. Okay, also es muss immer erstmal über das Was Gedanken machen. Was soll gelernt werden? Und in der zweiten Linie über das Wie. Education, MOOC, Flipped Classroom ist Wie. Wie soll ich was machen? Kommt an zweiter Stelle. An erster Stelle möchte ich überlegen, was soll gelernt werden. Also erstmal Lernziele, dann Methoden. Okay, wie formuliert man Lernziele? Das macht man mittlerweile kompetenzorientiert. Was bedeutet das? Man überlegt sich, was sollen die Studierenden am Ende können. Genauso formuliert man das auch. Die Studierenden können, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe jetzt mal für meine Mathematikvorlesung erstes Semester angegeben, so ein paar Beispiele, was Sie können sollen. Ja? Sie können Eigenschaften von Relationen angeben. Sie können Aussagen in der Mengenalgebra beweisen. Sie können in verschiedenen Stellensystemen rechnen. Sie können Induktionsbeweise durchführen. Sie können Sätze zur Teilbarkeit beweisen und so weiter. Die Verben, die hinten stehen, sind angeben, beweisen, rechnen, durchführen und so weiter. Aktivitäten, die Sie besser können sollen am Ende als vorher. Wenn man Kompetenzen formuliert, geht man am Anfang häufig den Fehler ein, dass man das Wort Wissen verwendet. Die Studenten sollen etwas über politische Systeme wissen. Okay, das sollen sie vielleicht auch, aber sie sollen darüber was hinaus. Ja? Sie sollen politische Systeme analysieren können, sie sollen sie bewerten können beispielsweise. Also eher nach Verben suchen, die tatsächlich auf höherwertige kognitive Aktivitäten abzielen, nicht nur Wissen. So, das soll man sich voll klar machen. Ne? Und da steht häufig auch in den Methodenhandbüchern drin, wenn sie moderner sind, stehen sie kompetenzorientiert drin. Das muss man sich vorher klar machen, kompetenzorientiert formuliert, output-orientiert. Man kann viel von dem Begriff halten oder nicht halten für den Begriff Kompetenz. Ja, der geistert so durch die Gegend, okay, Kompetenz wird beklagt, dass es eine sehr, wie sagen, sehr technokratisch ist, dass man sehr in der Wirtschaft orientiert ist, was sollen die Studenten denn später können, in die Wirtschaft zu kommen. Ja, was wird in der Wirtschaft verlangt? Sollen das und das und das und das können? Wo bleibt denn da am Ende irgendwo der Allgemeinbildungscharakter oder der Bildungscharakter überhaupt? Wo bleibt die Bildung, wenn es nur darum geht, was sie können sollen? Ja, wird viel kritisiert. Letztlich ist aber eine ganz vernünftige Art und Weise, das so zu machen. Also überlegen, was sollen Studenten können, im Gegensatz zu dem, wie es vorher war. Vorher hat man häufig inhaltsmäßig gedacht, was muss in die Studierenden in Anführungszeichen reingesteckt werden, inhaltlich. Ja. Das wurde häufig auch mit dem Bild des Nürnberger Trichters formuliert, also irgendetwas, was hier den Studenten in die Köpfe eingetrichtert werden muss, in Anführungszeichen. Ja. Welche Inhalte muss ich denn alle vermitteln? Also, in der Mathematik hat man früher gesagt, was muss ich als Lehrender den Studierenden vermitteln? Satz des Pythagoras oder Satzgruppe des Pythagoras. Statt Inhalte. Heute würde man sagen, Studierende sollen den Satz des Pythagoras anwenden können, sollen ihn beweisen können, sollen den Höhensatz und den Kathedrensatz beweisen können und so weiter. Ja? Also eher aktiv, was man Studierenden machen. Nicht mit Bürgerrecht. Okay. Ein didaktisches Konzept, was damit auch stark verbunden ist, ist Process as Content. Das ist zwar nicht so sehr das, was man früher als Inhalte bezeichnen würde oder heute auch noch als Inhalte bezeichnen würde, sondern zumindest auch gleichermaßen die Aktivitäten, die Studierende lernen sollen. Und ich habe hier mal 44 beispielhafte Prozesse aufgeschrieben. Präsentieren, ordnen, übertragen, Ursache-Wirkungszusammenhänge finden, Netzwerken, vergleichen, ja. Vergleich zum Beispiel in der Germanistik ganz wichtig. Ne? Vergleichen von Texten, von Charakteren, von Zeiten, von Autoren und so weiter. Untersuchen, auch ganz wichtig.
insbesondere Naturwissenschaften. Zusammenhänge untersuchen und Ursache-Wirkungszusammenhänge herausfinden, beispielsweise in der Physik. Metaphern verwenden, das wäre vielleicht eher eine Geisteswissenschaften-Sache oder in Deutsch und so weiter. Also kommunizieren, kategorisieren, generalisieren, in der Mathematik ganz wichtig, aber auch in allen Wissenschaften eigentlich Modelle bilden, operationalisieren, wäre in der Psychologie wichtig oder in allen soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Studiengängen beobachten, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften. Es gibt noch hier Entscheidungen machen, Entscheidungen treffen, auch ein ziemlich heftiger Prozess, sich entscheiden für etwas und so weiter und so weiter. Ganz viele Begriffe. So. Hier nochmal ein paar Beispiele. Die Studierenden können vollständige Induktionsbeweise führen, wenn ein Mathematik ein Beispiel. Ein Anwendungssystem objektorientiert modellieren, wäre eine Kompetenz für die Informatik. Politische Systeme analysieren, ich habe jetzt irgendwas ausgedacht, keine Ahnung, ob das passt, das macht ihr jetzt gleich. Scheidungsfälle bearbeiten in den Rechtswissenschaften, Pflanzen bestimmen in der Biologie. Punkt.